Ja, guten Morgen, liebe Whisky-Freunde. Es ist Ende November, erstes Adventswochenende. Und wir sitzen im Maritim hier in Frankfurt anlässlich der Interwhisky, die gestern schon stattgefunden hat. Gestern Abend sehr schön mit dem Whisky Talk und Dinner. Und heute Morgen sitze ich nicht alleine hier, sondern mit jemandem, dessen Gesicht ihr zwar vielleicht weniger kennt, aber dessen seit vielen, vielen Jahren stets hochkompetente Fachworte an den richtigen Stellen immer ein bisschen gewürzt mit etwas Humor. Und dann wandelt das Whisky-Lexikon, ein guter Freund. Und da begrüße ich heute Morgen Karl Rudolf, der für den Whisky-Botschafter schreibt, für die Drinks schreibt. Morgen, lieber Karl. Guten Morgen, Alexander. Karl, eine Frage mal, was mich schon immer interessiert hat. Wie bist du zum Whisky gekommen und auf was war dein Weg zum Fachautor? Gute Frage. Ich habe ja ursprünglich Koch gelernt, weil ich wollte irgendetwas machen, wo ich kreativ sein kann. Mein Vater hat damals zwar gesagt, du bist nicht ganz bei Trost, aber bitte, ich habe meine Gesellenprüfung gemacht als Koch, ich habe sogar meine Meisterprüfung gemacht als Koch, habe aber nebenbei immer geschrieben. Also Lokalzeitungen und, immer geschrieben. Über die Gastronomie an sich? Oder? Ja, meistens über Gastronomie oder über Essen oder solche Dinge. Essen und Trinken. Und dann bot sich mir eines Tages die Gelegenheit, dass ein Verlag in Frankfurt einen Redakteur suchte oder einen Redakteur Anwärter suchte, der sich mit Essen auskennt. Und also ein junger Redakteur suchte für ein Küchenmagazin. Und ich bin dann hingegangen, habe mich vorgestellt und der sagte, das ist ja perfekt. Sie sind gelernter Koch, Sie sind Küchenmeister. Sie haben auch schon geschrieben, ich habe ein paar Probewertige mitgenommen. Sagt er, perfekt. Aber sagt er, wir können Sie nicht als, wie heißt das? Festangestellten? Oder? Nein, nicht als Volontär anstellen. Sind Sie wahnsinnig oder was? Ich reise hier 400 Kilometer an und so kommen Sie und sagen, Sie können mich nicht ein. Sagt er, lassen Sie mich ausreden, wir können Sie nicht als als Volontär einstellen, wir stellen Sie als junger Redakteur rein. So kam ich dann unter die Obhut eines sehr erfahrenen Redakteurs, der mich dann vollends ausbildete. Und der, ich musste damals über Essen schreiben, zwangsläufig ergab sich dann auch immer mal wieder das Thema Getränke. Und da stellte sich heraus, dass ich offensichtlich einiges wusste über Spirituosen, was die anderen nicht so wussten. Und es gab in ganz Deutschland eine Handvoll Journalisten, die hauptsächlich über Spirituosen schrieben, eine Handvoll. Und ich habe dann gedacht, na gut, spezialisiert ein bisschen drauf, habe dann auch für die anderen Magazine dieses Verlages, ein Hotelmagazin und, über Spirituosen immer mehr geschrieben. So, es ergab sich quasi zwangsläufig, dass ich quasi zum Anführungszeichen Spezialisten für Spirituosen wurde. Super, das ist wirklich super. Das war ja aber auch eine geniale Gelegenheit im Grunde genommen. Ja. Von der Küche, von der Großküche praktisch, hinter dem Schreibtisch. Ja. Ich glaube, das hätte ich auch wahrgenommen an deiner Stelle. Ja, doch. Ich habe es auch nie bereut. Das ist klasse, das hört sich gut an. Eine ganz andere Frage mal an dich. Da geht es um den deutschen Whisky. Der deutsche Whisky hat ja in den letzten 2, 3 Jahren einen Riesenhype erlebt. Brennereien, Edelbrennereien aus der Landwirtschaft, aus dem Weinanbau machen Whisky. Es gibt neue Whisky-Brennereien, die nur Whisky machen, ja, im großen Stil, die auch ihre Ausstattung direkt aus Schottland kaufen. Ja, wird aber inzwischen schon wieder verdrängt vom Gin. Wer früher gesagt hat, okay, ich mache, jeder Obstbrenner hat vor ein paar Jahren angefangen, um Whisky zu brennen. Heute ist es so, dass jeder sagt, ich muss jetzt unbedingt da einen Gin machen. Mhm. Aber es gibt ja auch in Deutschland immer mehr Whiskybrenner. Jetzt klein, groß, ja, als Nebenprodukt, als Hauptprodukt. Unheimlich. Und jetzt ist ja dann in Leinefelde-Worbis die Whisky-Erlebnisburg aufgemacht worden. Ja. Und von Nine Springs. Jetzt die Frage, wie siehst du das? Wie geht das weiter mit dem deutschen Whisky? Irgendwann wird es einfach still und leise werden. Wie bei jedem sogenannten Trend. Es ist ja, wir haben ja alle paar Jahre einen anderen Trend. Es war mal der Wodka-Trend, es war mal der Tequila-Trend und. Das ist alles irgendwann im Sand verlaufen.
Wenn der Markt satt ist, werden sich ein paar gute Marken halten und der Rest wird irgendwann verschwinden. Also du meinst auch, es ist ein Hype jetzt momentan? Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Aber der sich wieder ein bisschen abflachen könnte dann die Welle. Ja. Er hat schon angefangen, etwas abzuflachen mit dem Gin jetzt. Ja. Aber auch das wird wieder abflachen. Wirklich. Also ich weiß nicht, könnte der Gin nicht schneller abflachen als der Whisky, weil Whisky doch, ja eigentlich könnte, doch seit vielen Jahren Dauerbrenner ist. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Aber irgendwann ist der Markt auch gerade vor allen Dingen mit Whisky satt. Es gibt ohnehin, ich finde es wunderbar, dass viele Deutsche auch Whisky, viele Deutsche können auch Whisky herstellen und sich zum Teil fantastische Sachen einfallen lassen. Nur es ist die Frage, inwieweit sich ein deutscher Whisky gegen die Klassiker durchsetzen kann. Die meisten Leute sagen doch, wenn ich Whisky will, trinke ich schottisch. Oder sogar weniger noch amerikanisch. Aber schottischen, ich weiß nicht, wie gut sich der halten kann. Was uns gut, dann es wird immer eine kleine Gemeinde von Liebhabern geben, zweifellos. Das haben diese Whiskys auch verdient, muss man dazu sagen. Was uns natürlich zur nächsten Frage führt, der deutsche Whisky nimmt ja auch viel Geld in die Hand momentan, die Brenner. Aber die Schotten ja nehmen ja noch viel, viel mehr Geld gerade in die Hand. Hunderte von Millionen Pfund, Neueröffnungen, Wiedereröffnungen, Erweiterungen. Es ist ja Wahnsinn, was da momentan passiert. Und im Allgemeinen ist es ja so, wenn die schottische Whiskyindustrie Geld in die Hand nimmt, heißt das, die nächsten wenigstens 10 Jahre wird das noch super laufen. Gleichzeitig erscheinen irrwitzig viele Abfüllungen. Man verliert die Übersicht, meistens NAS-Abfüllungen auch. Ja, ja. Also ich habe jetzt aufgehört, mir da am Ball zu bleiben, irgendwo, weil die Schwemme zu groß ist. Wie siehst du jetzt die Zukunft des schottischen Whiskys und was hältst du vor allen Dingen von dieser Welle von Abfüllungen, die jetzt gerade rauskommt? Finde ich nicht gut. Ich finde die nicht gut. Das schadet der Sache selbst. Wenn ich etwas im Überfluss bekommen kann, dann sage ich, weißt du was, lass mich in Ruhe, ich habe keine Lust, ewig um zu experimentieren, ich mag mich mehr. Die sollen bei ihren klassischen Abfüllungen bleiben, bei ihren klassischen Marken bleiben, ab und zu eine ganz alte Qualität oder besondere, eine Rarität rausbringen. Gut, ich halte das für eine schlechte Entwicklung, dass da jetzt so viel Neues reingepusht wird. Ich finde es nicht gut. Können da auch die neuen Märkte, das China und so weiter mit zu tun haben? Oder? Ja, mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Naja, ich hoffe. Solange die asiatischen Märkte, diese neuen, zweifellos ergiebigen Märkte befriedigen, soll mir das recht sein, wenn sie uns darüber nicht vernachlässigen. Genau, das ist richtig. Also Europa darf auf keinen Fall, das Stammpublikum darf nicht vernachlässigt werden. Das ist richtig. Ja. Und das finde ich die richtigen Abschlussworte. Dankeschön. Und Karl, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview, für das kurze Interview. Wir werden, wenn jetzt Kaffee getrunken ist und so weiter, glaube ich, uns wieder rüber zur Interwhisky begeben. So mag ich das. Und weiter trinken. So, schönen Tag. Euch danke auch, liebe Whisky-Freunde, schönen Tag. Und dass du mir nicht wieder auf die Hände trittst, Joe Feinde.